Alte Elektronik gegen neue. Ein Experiment. Die meisten Leute wissen es gar nicht zu schätzen, wie einfach es heutzutage ist, Kontakt mit ihren Liebsten zu halten. Alles, was du tun musst, ist dein Smartphone zu nehmen und eine der diversen Nachrichten-Apps zu öffnen. Aber wie sind die Menschen vor Smartphones mit Gesichtserkennung und Megapixel-Kameras miteinander in Verbindung geblieben? Etwa 30.000 Jahre näher am Ende der Steinzeit, ich war damals nicht dabei, lebten die Menschen in Höhlen und hatten keine Ahnung von iPhones. Aber sie wussten, wie man an Wände malt. Sie schufen ein ganzes System von Symbolen und hinterließen diese Malereien in Höhlen, um miteinander zu kommunizieren. Das sah ein bisschen so aus wie eine antike MMS. Die Malereien enthielten haufenweise nützliche Informationen, wie beispielsweise den ersten Kalender oder kurze Angaben zur Geschichte. Rauchzeichen waren eine coole Methode zur Fernkommunikation. In Griechenland entwickelte man um 150 v. Chr. Ein System aus alphabetischen Rauchzeichen. Alle griechischen Buchstaben wurden in numerische Zeichen übertragen und Nachrichten, eher SMS als MMS, konnten ganz einfach von zwei Leuten mit Fackeln übermittelt werden. Vergessen wir auch nicht die Läufer. In Griechenland und Rom lagen manche Provinzen so weit auseinander, dass Rauchzeichen nicht mehr zu erkennen waren. Deshalb liefen speziell ausgebildete und blitzschnelle Boten mit Nachrichten von Ort zu Ort. Dabei handelte es sich um super wichtige Briefe, Militärbefehle oder Gesetze, die umgehend umgesetzt werden mussten. Wenn wir bei den Vergleichen bleiben wollen, dann war das wohl so etwas wie E-Mails. Tauben waren ebenfalls sehr gut darin, Botschaften zu überbringen. Die Taubenpost trat erstmalig in der Antike in Erscheinung, doch manche Fans nutzen sie noch heute, wenn auch eher aus Spaß als aus Notwendigkeit. Das Ganze basiert auf der natürlichen Begabung von Tauben, immer ihren Weg nach Hause zu finden. Denk daran, dass du deine Nachricht nicht einfach an irgendeine Taube auf der Straße binden kannst. Es muss eine speziell gezüchtete Brieftaube sein, die weiß, wie sie über lange Entfernungen navigiert. In manchen Gegenden kommunizierten die Menschen mit Hilfe von Trommeln. Diese Trommeln waren so mächtig, dass man ihren Klang noch meilenweit entfernt hören konnte. Es gab einen ganzen Satz spezieller Signale, die wichtige Dinge übermittelten, nicht ganz unähnlich dem Morse-Code. Diese Kommunikationsmethode wurde im frühen 19. Jahrhundert von Samuel Morse entwickelt. Alle Buchstaben des Alphabets wurden als Punkt- und Strichfolgen verschlüsselt. Die meisten Leute glauben, dass der Morse-Code ein akustisches Kommunikationssystem darstellt. Doch er funktioniert genauso visuell, zum Beispiel als Abfolge von Lichtblitzen. Aber springen wir ein wenig in der Zeit nach vorn. Okay, ja, mehr als ein wenig. Und landen in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Zu der Zeit waren bereits einige Jahrzehnte vergangen, in denen die Menschen über Funk kommuniziert hatten. Es war an der Zeit für etwas Neues und Revolutionäres. Ich weiß, du stellst dir gerade das neueste Gadget deines Lieblingshandyherstellers vor. Nicht so schnell. Die Leute konnten die ersten Mobiltelefone kaum in der Hand halten. Der ganze Prozess des Anrufens war schwer, und zwar buchstäblich, unbequem und entsetzlich plump. Der Vorgänger des modernen Handys erschien 1960 in Schweden. Er war weit entfernt von deinem super flachen Smartphone. Es war ein unfassbar sperriges und schweres Gerät und tatsächlich kein einteiliges Telefon, sondern bekannt als Mobiltelefonsystem A. Das Ding war vollautomatisch, was heißen soll, dass es von einem Ort zum anderen gebracht werden konnte. Aber dafür brauchte man ein Auto, denn der Hörer musste im Inneren angebracht werden. Außerdem brauchte dieses Mobilgerät einen Telefonisten, der Anrufe weiterleitete. Du wirst mir also sicher zustimmen, dass eine massive Metallkiste, die man überall hin mit dem Auto fahren musste, nicht gerade ein Musterbeispiel drahtloser Kommunikation war. Das erste echte Handy wurde 1973 präsentiert. Das war, als Martin Cooper, Chefingenieur von Motorola, die Konkurrenzfirma anrief und ihr mitteilte, dass er das von einem Mobiltelefon tat. Allerdings erwähnte er nicht, dass dieses Gerät 1 Kilogramm schwer war, eine Antenne hatte, etwa 23 cm lang und 10 cm breit war und den liebevollen Spitznamen Ziegelstein trug. Darauf konntest du ein 30-minütiges Gespräch genießen, bevor du das Ding weitere 10 Stunden aufladen musstest. Das nächste Modell erschien erst 10 Jahre später, also 1983. Es war das erste Handy im Handel. War ein Käufer bereit, fast 4.000 Dollar auszugeben, konnte er sich über ein Telefon mit 90 Minuten Sprachzeit und 6 Stunden Standby freuen.
Außerdem konnte das Gerät bis zu 30 Telefonnummern speichern. Wow. Leider war die Leistung selbst bei einem so übertriebenen Preis nicht gerade besonders. Wie du siehst, dachten die Hersteller in den frühen Handytagen vor allem an Geschäftsleute in schnellen Autos und Flugzeugen als an die Otto-Normalverbraucherin. Das ist einer der Gründe, wieso die ersten Mobiltelefone für eine Verwendung im Auto ausgelegt waren. In die Hosentasche passten die nicht. Wie auch immer, es war 1989, als das erste tragbare Handy, das Motorola MikroTac 9800X, auf den Markt kam. Und ja, mit tragbar meine ich, dass es in eine Hemdtasche passte, solange die groß genug war. Das Gerät war schwarz, aus Plastik und hatte ein Klappteil. Und auch wenn es den stolzen Namen Mikro trug, war es noch immer 23 cm lang und wog mehr als 300 Gramm, was einer Schale Suppe entspricht. Vielleicht doch zu schwer für eine Hemdtasche? Ein super wichtiger Durchbruch ereignete sich 1992. Die erste Textnachricht überhaupt wurde versendet. Sie lautete: Frohe Weihnachten! Das Jahr 1994 und das erste Smartphone erblickt das Licht der Welt. Warte, wenn ich Smartphone sage, ist das nicht, was du im Kopf hast. Das Telefon mit dem Namen IBM Simon Personal Communicator war eher ein Kalender als ein Handy. Wer bereit war, $900 auszugeben, konnte mit diesem Gadget Kontakt- und To-Do-Listen erstellen und Anrufe tätigen. Das war alles, was Simon schaffte. Und sein Akku hielt auch nur eine Stunde. Trotzdem wurden insgesamt mehr als 50.000 Stück verkauft. Schritt für Schritt wurden Handys immer schmaler und bekamen neue Funktionen. Und sie wurden bezahlbarer. 1995 sah man außerdem den ersten Farbtupfer. Das Siemens S10 konnte ganze 4 Farben abbilden. Danach nahm die Smartphone-Entwicklung Fahrt auf. Zum Ende der 90er konnten die größten Glückspilze über Internet und E-Mails auf ihren Mobilgeräten staunen. 1997 erschien das Kultgame Snake auf dem Nokia 6110. Damit wurde die Ära des mobilen Gamings eingeläutet. Übrigens, solltest du auch schon mal beim Snake-Spielen die Zeit vergessen haben, lass es mich in den Kommentaren wissen. Schauen wir mal, wie viel es von uns gibt. Im November 2000 begann offiziell die Ära der Selfie-Obsession. Oder vielleicht auch später. Denn als das welterste Handy mit komplett integrierter Kamera erschien, hatten die Leute noch keine Ahnung von Selfies. Das Gerät hieß JSH04 und wurde von der Firma Sharp produziert. Das Telefon besaß eine eingebaute 110.000 Pixel Kamera und ein 256 Farben Display. Es wog nicht ganz 100 Gramm, das ist weniger als ein Tennisball und war 13 cm lang. Das macht es viel leichter und halb so groß wie die ersten Handys. Das Telefon war nur in Japan erhältlich. Die westliche Welt begann erst 2 Jahre später, sich für Kamerahandys zu interessieren. 2007 kamen die ersten Smartphones mit Touchscreens auf den Markt. Und 2011 waren diese Geräte schon ein wichtiger Teil unseres Lebens. 4G, Spracherkennung, Gesundheits- und Fitness-Apps und haufenweise anderer cooler Features machten Smartphones für die meisten Leute unersetzlich. Doch moderne Gadgets unterscheiden sich monumental von den frühen Handys. Die schmalsten Smartphones sind heute gerade mal 0,5 cm dick. Ihre Displays sind nicht dicker als eine Spaghetti-Nudel. Und auch wenn sie derart dünn sind, sind diese Gadgets vollgepackt mit nützlichen wie unterhaltsamen Apps. Smartphones sind außerdem sehr viel leichter geworden. Die leichtesten wiegen etwa 85 Gramm. Das ist weniger als ein Satz Spielkarten. Und auch ihre Größe ist dramatisch gesunken. Heutzutage passt das kleinste Smartphone in jede Tasche, weil sie kaum größer sind als 11 cm. Gleichzeitig will nicht jeder und jede ein möglichst kleines Smartphone. Je größer das Display, desto besser lassen sich darauf Videos schauen und Spiele spielen. Deshalb haben viele Geräte bei geringem Gewicht trotzdem große Bildschirme. Das größte Handy-Display kommt auf 20 cm Länge, was es fast so groß macht wie die allerersten Mobiltelefone. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere Videos, die dir sicherlich gefallen. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.